Hey ihr Lieben, da bin ich wieder, eure Katrin, und wie versprochen, wie angekündigt, da ist Nummer 1 von den drei Schleichneuheiten aus dem Juli 2016. Wie schon erwähnt, die wurden zum 1. Juli veröffentlicht und heute zeige ich euch Nummer 1, den Herrerasaurus von Schleich. Dieser Knabe hier präsentiert sich in einem dunklen Blau-Grau, ist auch noch orange abgesetzt und hat ein rotes Auge mit einer geschlitzten Pupille. Wie immer präsentiere ich euch erstmal die Fakten rund um das Tier. Also er lebte in der Obertrias vor etwa 235 bis 228 Millionen Jahren und wurde in Argentinien gefunden, in der Ischigualasto-Formation. Er gehört zur Gruppe der Herrerasauridae. Er war einer der frühesten und ursprünglichsten Dinosaurier. Fossilien dieses Fleischfressers stammen aus der frühen Obertrias aus dem Nordwesten Argentiniens. Diese Gattung wurde 1963 von Osvaldo Reich mit der bisher einzigen bekannten Art Herrerasaurus ischigualastensis erstmalig wissenschaftlich beschrieben. Herrerasaurus bedeutet so viel wie Herreras Echse und ehrt Victorino Herrera. Das war ein Ziegenhirte, der das erste Fossil dieser Gattung gefunden hat. Die Verwandtschaftsbeziehungen von Herrerasaurus waren lange unklar, da anfangs lediglich sehr fragmentarische Überreste bekannt waren. Während ihn einige Forscher für einen ursprünglichen Theropoden hielten, wurde er von anderen Forschern als ursprünglicher Sauropodomorpha oder als ursprünglicher Saurischia angesehen. Einige Forscher vermuten sogar, dass Herrerasaurus gar kein Dinosaurier war. 1988 wurde ein nahezu vollständiges Skelett mitsamt Schädel entdeckt. Heute gilt Herrerasaurus entweder als ursprünglicher Theropode oder als ursprünglicher Saurischia, wobei ihn viele Forscher für den ursprünglichsten bisher bekannten Theropoden halten. Herrerasaurus ist auch namensgebender Vertreter der Herrerasauridae. Er war ein relativ kleiner, leicht gebauter Fleischfresser. Die Körperlänge wird auf 3 bis 6 Meter geschätzt. Die Hüfthöhe betrug mehr als 1,1 Meter. Das Gewicht wird auf 250 bis 350 Kilo geschätzt. Der Schädel eines sehr großen Exemplars, welches einst der eigenen Gattung zugeschrieben wurde, misst 56 cm Länge. Kleinere Exemplare hatten Schädel von etwa 30 cm Länge. Er hatte einen langen, schmalen Schädel, der denen ursprünglicher Archosaurier wie etwa Eupacheria ähnelt, dem jedoch nahezu alle Spezialisierungen, wie sie für andere Dinosaurier typisch sind, fehlen. Er wies auf jede Seite 5 Schädelfenster auf. Zwischen der Augen- und Nasenhöhle befand sich ein großes Antorbitalfenster sowie ein Proximalfenster, ein kleines 1 cm langes schlitzartiges Loch. Hinter der Augenhöhle befand sich ein großes Infratemporalfenster. Die Vordergliedmaßen von Herrerasaurus machten weniger als die Hälfte der Länge der Hintergliedmaßen aus. Ober- und Unterarm waren recht kurz, während die Hand verlängert war. Die ersten beiden Finger und der Daumen endeten einer gekrümmten scharfen Kralle. Der vierte und der fünfte Finger waren reduziert und krallenlos. Im Gegensatz zu den meisten Reptilien seiner Zeit war Herrerasaurus vollständig zweibeinig laufend. Die Hinterbeine waren kräftig gebaut und zeichneten sich durch einen kurzen Oberschenkel und einen relativ langen Fuß aus, was auf einen schnellen Läufer weist. Der Fuß hatte 5 Zehen, wobei jedoch nur die mittleren 3 Zehen das Gewicht trugen. Die äußeren Zehen waren klein, der erste Zeh hatte eine kleine Kralle, der Schwanz war teilweise durch sich überlappende Wirbelfortsätze versteift, um den Körper beim Laufen auszubalancieren. Herrerasaurus ist schon ein kleiner Sonderling, denn er zeigt ein Mosaik aus Merkmalen verschiedener abgeleiteter Dinosauriergruppen sowie ursprünglicher Archosaurier. Obwohl er die meisten Charakteristika mit den Dinosauriern teilt, weisen insbesondere die Hüft- und Beinknochen einige ursprüngliche, für Dinosaurier jedoch recht untypische Merkmale auf. Das Becken ähnelt dem der Saurischia, wies jedoch eine verknöcherte Hüftgelenkspfanne auf, das nur teilweise geöffnet war. Das Darmbein wurde lediglich durch 2 Kreuzbeinwirbel unterstützt, eine ursprüngliche Eigenschaft. Jedoch weist das Schambein nach hinten
ein abgeleitetes Merkmal, das Hererosaurus mit den Dromaeosauriden und den Vögeln teilt. Die Wirbelkörper waren sanduhrförmig wie bei Allosaurus. Soweit erstmal zu den Hintergrundinformationen rund um Hererosaurus. Wie eben schon beschrieben, hat er 15, das wird hier an diesem Modell auch sehr schön deutlich. Hier sind diese 13, auf denen er gelaufen ist. Und links und rechts hatte er diese zusätzlichen Krallen. Das wird, denke ich mal, hier nochmal schön deutlich an beiden Füßen. Doch nehmen wir erstmal Maß, schauen wir mal, wie groß dieses Exemplar eigentlich ist. In diesem Fall haben wir eine Länge von ca. 26 cm und einer Höhe von 13 cm. Und ich beginne in gewohnter Reihenfolge zunächst mit dem Kopf. Wie ihr seht, der Unterkiefer ist beweglich. Er hat eine sehr interessante Schuppenstruktur hier auf dem Kopf, auf dem Maul hier. Und dieser Kiefer, dieser Kopf hier, weicht natürlich vom Original ein bisschen ab. Die Schnauze war doch recht rund und ging nicht so nach oben wie bei diesem Modellchen hier. Das wirkt sehr plump beim Original. Nicht so wie beim Velociraptor, dessen Nasenbein sich so nach oben wölbt. Trotzdem finde ich, ist es sehr schön gemacht. Das Auge, wie gesagt, ist rot mit einer geschlitzten Pupille. Die Zähne sind bei diesem Modell mal ganz besonders gemacht. Und zwar ist das hier so eine Art Zahnbatterie, kann man sagen. Also die sind am Stück, die sind nicht einzeln modelliert worden, sondern das ist, ja, da wurde sowas anmodelliert. So ein schmaler Streifen aus, ja, entsprechender Modelliermasse. Und dann wurden einfach Kerben so eingefügt. So sieht es zumindest aus, sodass diese sehr, sehr dünnen und stiftartigen Zähne hier besser zur Geltung kommen. Das hatte mich auf den Bildern auch erstmal sehr fasziniert. Wie ist es möglich, bei solchen Modellen so dünne, schmale Zähnchen zu kreieren? Das mal ganz anders gestaltet. Nicht Zahn für Zahn so rausmodelliert, sondern einfach mal eine Masse da so ansetzt und einfach mal so ein paar Einkerbungen einfügt. Bei der unteren Zahnreihe sieht es dann schon wieder ein bisschen anders aus. Die scheinen schon modelliert worden zu sein einzeln. Hier sieht man es doch sehr deutlich. Ich finde, das ist hier sehr schön gemacht. Der Kopf wirkt hier sehr echsenartig. Hier sieht man nochmal diese schönen orangen Schuppenstrukturen hier über dem Auge. Und auch hier nochmal, der Kiefer ist komplett orange. So sieht er dann von unten aus, also sehr echsenartig wirkt er hier, der Unterkiefer. Die Knochen sind nicht speziell rausgearbeitet. Eher wirkt es hier, als hätte er so eine Art Kehlsack. Der Gaumen ist auch nur geringfügig bearbeitet. Er ist jetzt nicht stark ausmodelliert worden. Und wie erwähnt, hatte er einen doch recht schmalen Schädel. Der wirkt hier recht breit und sehr keilförmig, ähnlich wie bei Krokodilen. Aber ich finde, die haben hier diese Strukturen hier auch sehr schön gemacht. Er hat sehr schmale Nüstern auch. So, dann geht es weiter hier im Genick. Man sieht, hier wurde der Kopf mit dem Hals verbunden. Auch hier zeigen sich wieder wunderschöne Schuppenstrukturen. Alle sehen ein bisschen anders aus, sind nicht gleichförmig. Hier nochmal ein schöner faltiger Hals an der Kehle. Die Haut hier an der Kehle schön faltig, das zieht sich dann runter bis zur Brust, das finde ich schön. Hier setzt sich das nochmal durch eine Hautfalte ab, auch sehr schön. Und wie immer diese schönen tiefen Riefen hier in der Haut, so wie kleine Speckröhrchen, so sieht das aus. Fantastisch! Weiter geht's zum Körper. Hier zeichnet sich das Schulterblatt ab, das war ja relativ kurz bei diesem Tier. Und hier haben wir nochmal ein paar schöne große Schuppen. Im Bereich des Widerrisses, sofern man es denn bei diesen Tieren auch so nennen könnte. Dieses Modellchen hier zeigt sich auch in seiner Hautstruktur recht ungewöhnlich, so habe ich das auch noch nicht gesehen. Hier zeigt sich eine recht lederige Haut, die sich hier so ein bisschen in Falten wirft. Je tiefer es geht hier, desto mehr Falten schlägt es. Das finde ich schon sehr schön. Während es hier feine Linien gibt, lauter feine Linien auch am Oberschenkel und sich dann hier in einem regelrechten Schuppenpanzer wiederfindet.
Dann zeige ich gleich mal die Rückenstruktur. Hier wird es nochmal deutlich. Schön finde ich, dass hier auch diese Schuppenstrukturen nochmal orange abgesetzt wurden. So wird es nochmal besonders deutlich. Dann gleich nochmal der Hals von oben. Machen wir erstmal mit dem Vorderarm weiter. Da haben wir erstmal den kurzen Oberarm mit ein paar vereinzelten Schüppchen hier drauf, Osteoderm oder was das auch immer sind. Der kurze Unterarm und die doch in diesem Fall recht klobig wirkenden Finger. Die sollten doch eigentlich viel graziler sein bei diesem Modell. Und er ist auch ein Tripod, er stützt sich darauf ab. So, weiter geht's mit dem Oberschenkel. Der zeigt sich hier auch recht fleischig. Hier sind so ein paar Muskelnarben durch die Haut zu erkennen. Ja, die einzelnen Muskelstrukturen hier so auch sehr schön gemacht. Und wieder diese feinen Linien hier, die man hier so erkennen kann. Weiter geht's zur Wade. Die ist nicht sehr kräftig definiert. Die zeigt eine ganz flache Rundung. Das Knie ist noch mal so ein bisschen angedeutet. Er hat keine ausgeprägte Schuppenstruktur an den Zehen. Das ist nur so ein bisschen stilistisch angedeutet hier. Auch hier wirken die Füße sehr klobig für ein so zartes Modellchen. Sie wirken eher wie von einem großen Raubsaurier. Aber hier sieht man noch mal so die zusätzlichen Zehen, die er hatte. Zeige ich mal von hinten am besten. Ich denke, so wird es am deutlichsten sichtbar. Und schön finde ich, dass auch hier das von eben Gesagte so schön umgesetzt wurde, dass er an der einen Klaue da eine Kralle hatte und an der anderen nicht. Hier auch nochmal, da sieht man es nochmal, wie hier die Füße gestaltet wurden. Da wartet er nicht mit allzu vielen Details auf. Aber auch hier setzen sich interessanterweise nochmal so winzig kleine Schüppchen ab. So, das ist dann nochmal das Schienbein. Hier wurde überhaupt keine Schuppenstruktur gezeigt, sondern eher eine lederige Haut. Der Oberschenkel ist etwas feiner definiert als wie der andere. Aufgrund seiner Position. Auch hier sieht man eine so eine Muskelriefe, wie sich hier so ein Muskelpaket hier so absetzt. Und wie immer diese außergewöhnliche Schuppenstruktur, die er hier so wie ein Sattel auf dem Rücken trägt. Das begeistert mich schon. Also finde ich schon sehr schön. Das hat man so auch noch nicht alle Tage gesehen. Also lederige Haut und dann hier so Schuppenstruktur, was sich so voneinander absetzt. Das habe ich so noch nicht gesehen. So, dann haben wir hier den anderen Vorderarm mit den Fingern. Krallen hier, also die Finger sind hier alle gleich lang. Das finde ich sehr schade. Also die hätten doch unterschiedlich groß sein können. Und nochmal den Hals von der anderen Seite und den Kopf. Soweit kann er das Maul öffnen. Hier ist auch nochmal so ein bisschen Zahnfleisch abgebildet. So sieht das aus. So sieht er dann von vorne aus. Sieht schon recht biestig aus, muss ich sagen. Vielleicht ist der Unterkiefer etwas zu schmal geraten, denn wenn er das Maul geschlossen hat, sieht er schon ein bisschen eigentümlich aus, muss ich sagen. Allgemein wirkt mir der Kiefer doch recht flach. Gut, man darf nicht vergessen, es ist ja in erster Linie ein Spielzeug und keine Museumsqualität. Trotzdem finde ich es sehr, sehr schön, dass es eben auch Hersteller gibt, die auch mal so ja, außergewöhnliche Modelle wie eben Herrerasaurus auf den Markt bringen. So, dann kommen wir jetzt aber mal zum Schwanz. Auch der zeigt hier ein paar Raffinessen. Hier haben wir ja wieder diesen ledrigen Hautanteil, der dann schlagartig übergeht in eine Verschuppung. Auch hier, das ist ziemlich gut gemacht, muss ich sagen. Wenn wir uns hier so die Details ansehen, hier haben wir wieder so ein paar orange Elemente, wo die Schuppen nochmal so orange abgesetzt sind. Einfach mal der Blick von oben. Tja, ihr Lieben, das ist der Herrerasaurus von Schleich.
Ach, in dieser Pose sieht er doch sehr, sehr schön aus, muss ich sagen. Macht da gut was her. Mich stört halt nur so ein bisschen das Velociraptor-artige hier. Das kommt dem Original nicht sehr nah. Ich schaue mal gleich, ob ich im Internet noch ein Bild vom Schädel dieses Tieres finde. Das kann ich euch dann mal zeigen zum Vergleich. Ja, da sieht man es mal im Vergleich. Er hat doch hier eine recht flache Schnauze und eine sehr rundliche Schnauzenspitze hier am Kiefer, die bei ihm hier wirklich so schlagartig und steil abfällt. Und auch am Kiefer sieht man da so ein paar kleine Unterschiede. Er ist zwar recht schmal, aber dennoch sicherlich nicht so breit wie bei diesem Modell hier. Hier sieht man dann auch nochmal so die 5 Zehen, die er da hatte, an den Hinterbeinen und die grazilen Vorderarme. Das sind dann nochmal die Fußunterseiten dieses Modellchens hier. So sieht dann das Bäuchlein aus. Das zeigt nur ein paar so kleine Hautriefen hier, ein paar Falten, die sich so schlagen. Die Brustmuskulatur ist hier eigentlich kaum definiert. Man sieht nur solche sehnenartigen Strukturen, die hier die Arme verbinden. Das ist nochmal die Innenseiten der Handflächen hier. Der Unterkiefer, der recht flach und breit wirkt, ähnlich wie bei Krokodilen. Ein Kieferknochen oder so erkennt man hier gar nicht. Und nochmal diese herrlich faltige Haut hier am Hals. Das finde ich schon sehr schön. So sieht er dann also von vorne aus. Und so von hinten. Doch recht breite Hüften oder das Bein. Ja, stellt sich hier so etwas merkwürdig ab. Wirkt er recht breit. Also er hat keinen definierten Hüftknochen. Ja, und auch hier die Strukturen kommen nicht sehr deutlich durch. Das ist schon recht schlicht gemacht. Auch hier der Schultergürtel ist nur dezent angerissen. Der Bauch, ja, ist auch relativ bescheiden gemacht. Und das zeigt ihn hier nochmal komplett von oben. So sieht er dann also aus von oben. Einmal nochmal komplett von unten. Sieht er dann also da aus? Ja. Hererosaurus, ihr Lieben. Das ist das gute Stück. Die Schleichneuheit 2016 aus dem Juli. So, ihr Lieben, das war's dann auch schon zum Hererosaurus von Schleich. Ich freue mich, dass ihr heute wieder reingeschaut habt. Lasst mir ein Däumchen da, wenn ihr mögt, und einen Kommentar. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr es nicht ohnehin schon gemacht habt. Und dann sehen wir uns zur nächsten Schleichneuheit. Dann präsentiere ich den Dunkleosteus. Auch ein wahnsinnig toll gemachtes Modell. Also das ist wirklich von den dreien mein absoluter Liebling. Doch mehr dazu dann im nächsten Video. Ich verabschiede mich, klickt mich wieder aus. Schaut nochmal in die Videolinks, da findet ihr ihn. Und dann bis dann, ihr Lieben. Bye, eure Katrin.